Hast du was von dem Trouble in Tulum mitbekommen? Liebe Grüße aus Duisburg. Bandenkrieg in Mexiko. Deutsche Touristin bei Schießerei in Bar getötet. Krass, laber kein Scheiß, Bruder. Das war eine deutsche Urlauberin. Drogenhandel und Schutzgeld. Tulum erlebt eine Welle der Gewalt. Ich würde nicht sagen, dass ich Angst habe oder so, aber seitdem ich ein Shooting vor meinen Augen halt gesehen habe, prägt einen. Weißt du, wie ich meine? Einer der mutmaßlichen Schützen wurde demnach festgenommen. Mein herzliches Beileid an die ganze Familie. Hart, Digga. Sag ich dir ehrlich, Bro. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Hast du was von dem Trouble in Tulum mitbekommen? Liebe Grüße aus Duisburg. Was meinst du, King? Erzähl mal bitte. Meinst du diese ganzen, also ich hab auf jeden Fall davon gehört, dass es gerade sehr viel Gewalt da gibt, ne? Ein Kumpel von mir ist gestern aus Tulum wiedergekommen, hier nach Playa. Der hat gemeint, der war irgendwo gewesen und anscheinend wurde, boah, das ist krass, Digga. Anscheinend wurde irgendwo eine Touristin irgendwie erschossen. Ich weiß nicht, ob die da ins Kreuzfeuer geraten ist oder was auch immer da passiert ist, Er hat gemeint, wo er da irgendwie angekommen ist, wurde gerade jemand mit einer Liege irgendwie rausgetragen und dann kam die Spurensicherung und so. Was er gesagt hat, hat er so selber noch nie miterlebt. Er hat gemeint, die letzten Male, wo er sowas gesehen hat, haben die einfach nur das Blut weggewischt und weiter geht's. Aber wenn es um Touristen geht, anscheinend machen die dann halt auch richtig mit Spurensicherung etc. Keine Ahnung, was da los ist. Das macht auch Bauchschmerzen. Jedes Mal, wenn ich sowas höre. Der Bruder, mit dem ich mich gestern unterhalten habe, der hat gemeint, nee, Bro, für mich ist, ich habe mich mittlerweile schon dran gewöhnt, der ist auch seit Januar hier, für mich ist es nichts mehr, was mich irgendwie beeinflusst oder so. Da habe ich ihm aber auch gesagt, so, ey, Bro, bei mir ist es anders. Ich meine, ich habe ja selber auch schon sowas live vor meinen Augen miterlebt und irgendwie, ich bin halt zu emotional. Weißt du, wie ich meine? Ich bin zu emotional? Ich bin halt sehr emotional, so, und, mich nehmen alleine Stories mit, wenn ich sowas höre, weißt du? Ich bin so, keine Ahnung, als ich auch das vor meinen Augen erlebt habe, habt ihr ja gesehen, ich habe ein Video gemacht, wo ich einfach dann Tränen bekommen habe und geweint habe. So, ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch und wenn ich davon höre, gerade wenn es um andere Menschen geht, wenn es um Menschenleben geht, boah, Digga, wenn ich halt mitbekomme, dass ein anderer Mensch getötet hat, Digga, dann ist das für mich eine Sache, die mich definitiv immer noch mitnimmt, auch egal, ob ich hier bin, ob das hier öfter passiert und ob ich sowas selber schon mal jetzt gesehen habe, so, das macht es auf jeden Fall nicht besser, so. Mach mir mal keine Paranoia, wollte nach Tulum. Ey, Bro, was soll ich dir sagen? Ich höre das halt, ich bin halt auch ehrlich und es ist auch wichtig, Mann, für euch, dass ihr das wisst, bevor ihr hierher kommt, so, weißt du? Also, ich habe ja auch schon von Sachen gehört, wo mitten am Tag einfach, die sich gegenseitig abgeballert haben wegen irgendwie ein paar hundert Dollar oder so, weißt du? Es ist halt echt leider so, dass man hier definitiv immer mal wieder irgendwelche Geschichten hört, so. Meistens aber, also ich habe bis jetzt nur eine Story gehört, wo Touristen irgendwas passiert ist, so. Meistens ist es halt ein Fight untereinander. Wir sind hier eigentlich safe, so. Weil wir sind die Geldquelle, so für alles. Nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Jungs. So, wir sind das, was Geld bringt. Und wenn uns was passiert und wir das weiter verbreiten, dann wird weniger Geld verdient. Deswegen wird man hier schon als Tourist gut beschützt eigentlich. Nichtsdestotrotz, um ehrlich zu sein, für mich persönlich ist das schon eine Sache, wo ich sage, dass ich spüre das und das beeinflusst auch meinen Vibe, weil ich finde das nicht geil, ich finde Gewalt nicht nice und in Amerika, in den Staaten ist es ähnlich, da passieren ja auch ähnliche Geschichten und ich finde es einfach nicht geil, wenn ein Volk oder Menschen dazu bereit sind, andere zu töten aufgrund von irgendwelchen Dingen. So, es gibt für mich keinen Grund, der das rechtfertigt, einen anderen Menschen zu töten, so, egal um was es geht. So, und das ist halt so ist, dass in diesen Umgebungen, hier in Mexiko, Lateinamerika, aber auch in Amerika, in den Staaten, halt so ist, dass es viele Menschen gibt, die das machen würden aus bestimmten Gründen. So. Die Hemmschwellen sind halt einfach nicht so groß in diesen Ländern, so wie bei uns in Deutschland zum Beispiel oder allgemein in Europa gibt es auch schon ein paar roughe Gegenden, so, aber ich sag mal so Deutschland, Österreich, Schweiz oder unsere Nachbarn Holland, Schweden, Skandinavien etc., da kriegst du halt nicht so viel von sowas mit und da
hast du auch nicht das Gefühl, dass die Menschen wirklich bereit dazu sind, wenn es irgendwie um was geht. So, es gibt nicht viele Rechtfertigungen, die das rechtfertigen würden für die Menschen mit dem Mindset so. Und das ist hier in dieser Welt halt einfach anders, Digga. Hier ist ein Menschenleben leider nicht so viel wert wie bei uns. So, denen selber halt auch, weißt du? Und hier haben die Menschen auch generell, glaube ich, einfach, es kommt halt immer da, es ist halt immer noch ein Zusammenspiel davon, wie viel hast du zu verlieren, weißt du? Was hast du zu verlieren? Was steht auf dem Spiel? So, und wenn du selber nicht viel zu verlieren hast und du denkst, dass dein Leben nicht so viel wert ist, dann hast du generell halt einfach einen geringeren Wert, was Menschenleben angeht, Bro. Und das not nice. Einer hat gefragt, ob ich mich in Miami sicherer gefühlt habe als in Mexiko. Ich war nur 3 Tage in Miami, so, das kann ich jetzt nur einschätzen. Du musst schon gewisse längere Zeit da gewesen sein, ein paar Sachen erlebt haben, gucken, wie es ist, damit du das einschätzen kannst, so. Für mich war, ist es schwer, das jetzt so einzuschätzen, weil vor allen Dingen auch in der ersten Zeit, wo ich selber noch nicht so viel mitbekommen habe, wenn du selber nicht so viel davon mitkriegst, nicht so viel davon siehst, dann ist es für dich auch nicht richtig präsent und dann fühlst du es auch nicht im Alltag, so. Ich muss dir sagen, seitdem ich halt das gesehen habe, seitdem ich ein Shooting vor meinen Augen halt gesehen habe, hat das das Ganze halt ein bisschen verändert so. Seitdem habe ich das halt so konstant ein bisschen auf dem Schirm oder im Gefühl so, weißt du? Und deswegen ist generell so ein bisschen, ich würde nicht sagen, dass ich Angst habe oder so, aber dieses Bewusstsein dafür, dass eigentlich jede Sekunde, egal wo du bist, irgendwie was passieren könnte in diese Richtung, das prägt einen. Weißt du, wie ich meine? Das lässt einen nicht mehr so. Ich war vorher am Anfang, war ich hier ein bisschen freier, so ein bisschen drauf geschissen. Weißt du, wie ich meine? So einfach so, hab mein Ding gemacht, hab mich frei gefühlt, hab mich so gefühlt, als ob ich alles machen kann, überall und nicht, keine Angst haben muss und. Weißt du, wie ich meine so, aber seitdem ich halt das miterlebt habe, richtig so, vor meinen Augen, hat es ein bisschen so meine Einstellung und mein Mindset gegenüber der Welt hier so verändert, weißt du? So, einem ist natürlich in dem Moment bewusst geworden, so schön, wie es hier auch sein kann, so ekelhaft kann es hier auch sein und das halt ganz schnell, so. Und das ist halt eine Sache, die bei mir halt bewusst konstant im Kopf ist und es tut mir auch nicht gut. Ich habe das ja auch in dem Video gesagt, dieses Erlebnis hat auch schon so ein bisschen mein Leben gefickt und das nicht im Sinne von, dass ich jetzt kaputt gegangen bin dadurch oder so, aber einfach das zu sehen hat mir einfach so, keine Ahnung, hat mich ein bisschen insgesamt einfach ein bisschen trauriger gemacht, weil ich wollte nie sehen, wie ein Mensch einen anderen Menschen tötet, so. Ich wollte das einfach nicht sehen, so. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. So, ob ihr versteht, was ich meine. NTV-Nachrichten. Ah, stand fett in der Bild. Krass, Digga. Gestern von Drogenclans in Tulum erschossen wurde, Digga. Krass, laber kein Scheiß, Bruder. Das war eine deutsche Urlauberin. Boah, Digga, das ist scheiße, Bro. Bruder, das. Oh, nee, Digga. Da hab ich gar keinen Bock gerade drauf, dass sowas passiert ist, ja. Ich muss das mal googeln, ganz kurz. Ja, Mann, hier. Vor 7 Stunden. Auf jeden Fall schon mal an der Stelle Rest in Peace an die Frau und mein herzliches Beileid an die ganze Familie. So eine Scheiße, yo. Bandenkrieg in Mexiko. Deutsche Touristin bei Schießerei in Bar getötet. Boah, Digga. Boah, Digga. Oh, fuck, man. Todesdrama im Urlaub. Sie wollte ihre Drinks genießen und geriet ins Kreuzfeuer des Drogenkartells. Na, was ist das jetzt, Bruder? Die Hälfte ausgeblendet wegen irgendeinem scheiß Abo, oder was? Tote Touristen in Mexiko, deutsche Urlauberin bei Schießerei in Bar in Tulum getötet. Die Südwestpresse. So eine Scheiße. Eine deutsche und eine indische Touristin wurden bei einer Schießerei zwischen Drogenbanden in Mexiko getötet. Weitere Menschen wurden verletzt, darunter 2 Deutsche. Bei einer Schießerei in einer Bar im mexikanischen Urlaubsort Tulum sind 2 Frauen aus Deutschland und Indien getötet worden.
Zwei Männer aus Deutschland und eine Frau aus den Niederlanden wurden verletzt. Wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Quintana Roo der deutschen Presseagentur am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte. Zwei rivalisierende Drogenbanden hätten in der Bar La Malquerida, ist im Centro, ich kenne die Bar sogar, in der Nacht auf Donnerstag Ortszeit aufeinander geschossen. Ach du Scheiße, Mann. Tulum in Mexiko, Touristen zwischen den Fronten von rivalisierenden Drogenbanden. Tulums Bürgermeister Marciano de Sul sagte dem TV-Sender Milenio, die Opfer hätten keinerlei Verbindung zu den Bandenmitgliedern. Einer der mutmaßlichen Schützen wurde demnach festgenommen. Drogenhandel und Schutzgeld. Tulum erlebt eine Welle der Gewalt. Zul räumt ein, dass der bei Touristen beliebte Badeort an der Karibikküste derzeit eine Welle der Gewalt erlebe. Hintergrund seien Kämpfe zwischen kriminellen Banden, die um Einflussgebiete im Drogenhandel und bei der Schutzgelderpressung konkurrieren. Ja, das ist auch das, was ich ja vorhin gesagt habe, so, ne? Und das höre ich auch immer wieder. Es geht da um sich neue Routen, neue Dings zu erschließen halt, so. Und das ist da so wild irgendwie in Tulum. Es scheint nicht geregelt zu sein. Es gibt nicht einen Head, der da irgendwie alles so regelt, sondern da kämpfen verschiedene Banden darum, welche Straße wem gehört. Und ich, so wie ich das gehört habe, sind es sogar teilweise Banden, die unter demselben Kopf stehen sogar eigentlich, aber sich dann da irgendwie bekriegen, weil die da irgendwie Unstimmigkeiten haben. Aber ist egal, ich steck da nicht drin. Wir lesen weiter. Mexiko, Hotels an der Riviera Maya besser nicht verlassen. In Mexiko grassiert die Gewalt der Drogenbanden. Dabei geraten immer wieder auch Touristen in die Schusslinie, zuletzt in Tulum. Das Auswärtige Amt mahnt eindringlich zur Vorsicht in der Region. Das Auswärtige Amt rät Mexiko-Urlaubern im Raum Tulum und Playa del Carmen zu großer Vorsicht. Reisenden werde dringend abgeraten, ihre gesicherten Hotelanlagen zu verlassen. Heißt, es ist in den aktuellen Reise- und Sicherheitshinweisen für Mexiko. Oha, Digga, das ist natürlich hart, aber wir kennen die Presse, die übertreiben halt auch manchmal gerne. Tulum und Playa del Carmen, Vorsicht beim Transfer zum Flughafen. Für den Transfer von und zum Flughafen sollten demnach ausschließlich am Airport ansässige oder vom Hotel empfohlene Taxiunternehmen genutzt werden, heißt es weiter. Auch Mietautos wurden dort in der letzten Zeit wiederholt und teils unter Anwendung von Waffengewalt ausgeraubt, warnt das Auswärtige Amt. Also da habe ich jetzt noch nie was von gehört, ne? Ich bin natürlich auch nicht allwissend und ich kenne auch nicht jeden und ich habe mit so vielen Menschen auch keinen Kontakt, aber jetzt, es ist ein bisschen jetzt, das ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, du musst dir keinen Gedanken machen. Hier gibt es auch sowas, so Busse halt, so normale Busse, wo du wenig Geld bezahlst, wo die Mexikaner mitfahren und das ist wie so ein Bus einfach. Und mit dem kannst du von hier auch nach Cancun fahren und da wird dir nichts passieren, meiner Meinung nach, vom Gefühl her. So. Also du musst jetzt nicht nur speziell vom Flughafen oder vom Hotel arbeitende Taxis und so, das ist schon ein bisschen übertrieben. Aber ja. Generell ist das sehr angsteinflößend, wenn man sich das so durchliest. Das rät das Auswärtige Amt für die mexikanische Riviera Maya. Das Auswärtige Amt schreibt dazu, an der mexikanischen Riviera Maya und dort insbesondere in Tulum und Playa del Carmen kam es in den vergangenen Wochen zu teils dramatischen Zwischen- und Überfällen, von denen auch deutsche Reisende betroffen waren, darunter inzwischen ein Todesopfer. Die Zwischenfälle hätten in den Touristen frequentierten Restaurants, Clubs und Diskotheken stattgefunden. Wegen der Corona-Lage warnt das Auswärtige Amt derzeit generell vor der Reise nach Mexiko. Das Land ist Hochrisikogebiet. Es sei von einer sehr hohen Dunkelziffer bei den Infektionszahlen auszugehen. Seit 2006 mehr als 300.000 Morde in Mexiko. In Mexiko wurden mehr als 300.000 Menschen ermordet, seit die Regierung 2006 begann, das Militär zur Bekämpfung des Drogenhandels einzusetzen. Nach Behördenangaben gehen die meisten Morde auf Bandengewalt zurück. Hart, Digga.
sag ich dir ehrlich, Bro. Scheiße, Digga, das fuckt mich gerade ab irgendwie. Ich sag dir ehrlich, ne, ich habe in letzter Zeit auch so ein ganz komisches Gefühl gehabt, so in mir drin. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woran das liegt oder was das ist, so. Das ist hart, sowas zu hören. Für mich jetzt gerade, es nimmt mich gerade ein bisschen mit, muss ich ehrlich sagen, so. Auch zu wissen, dass da eine Deutsche gestorben ist, so. Ist nicht schön. Ist nicht schön. Wallah, ist nicht schön. Weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall ist das nicht schön, Digga. Na, sowas beeinflusst halt auch, wenn du hier lebst und auch schon längere Zeit hier bist. So, dann, ja. Immer wenn du so eine Nachrichten hörst, dann denkst du dir auch selber so, okay, scheiße, Digga, wenn ich jetzt heute rausgehe und zur falschen Zeit am falschen Ort bin, könnte mir auch sowas passieren, Bruder, so. Und ich bin halt ein Mensch, der sehr kopfmäßig am Start ist, sehr viel nachdenkt und auch so leicht ängstlich ist, vor allen Dingen, wenn er hauptsächlich alleine ist, dass mich das dann immer mehr dazu, das hat mich immer mehr, also umso mehr ich gehört habe, umso mehr passiert ist in meiner Umgebung und ich von Leuten gehört habe, umso mehr habe ich mich zurückgezogen. Und mittlerweile bin ich fast gar nicht mehr draußen unterwegs, vor allen Dingen nicht am Wochenende nachts. So, und das ist schon sehr schade eigentlich, finde ich. Das ist schon sehr schade auf jeden Fall. Das ist ja nicht seit gestern da. Ja, klar, Bro. Klar ist es nicht seit gestern, aber es ist halt, wie gesagt, ich bin ja Deutscher, weißt du, und von der Lebensrealität, die ich hatte oder habe, das musst du auch erstmal verstehen, weißt du, wenn du hier kurz Urlaub machst oder wenn du irgendwie 2-3 Wochen da bist und dann wieder gehst, dann kriegst du davon eigentlich gar nichts mit, aber wenn du jetzt wie ich mittlerweile seit 10 Monaten hier lebst, so, und immer wieder so eine Sache mitbekommst, dann wird es dir erst richtig bewusst. Natürlich gab es das alles schon vor meiner Zeit und es gab auch schon vor meiner Zeit gewisse Zeiten hier, die deutlich intensiver noch waren, so. Aber weißt du, wie ich meine, so, das ist ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Natürlich gab es es vor meiner Zeit und wird es auch nach meiner Zeit geben, wenn ich hier weggehe, aber trotzdem beeinflusst es halt ein krass, wenn du merkst, wie real die Scheiße ist, so. Weißt du? So, und natürlich, für mich ist jedes Menschenleben gleich viel wert, so. Und auch tierische Lebewesen sind für mich extrem viel wert, ne? Aber wenn dann noch jemand von deinem Land, wenn du dann mitbekommst, dass von deinem Land halt dann jemand gestorben ist, 12 Stunden weit weg von deinem Land, so, dann ist es nochmal wieder ein Schlag in die Fresse. Also so für mich auf jeden Fall. Nur so Deutscher, weißt du, wie ich meine, so. Da siehst du halt, wie real, das wird halt dann immer realer, so. Auch wenn es traurig ist und wir eigentlich Verbundenheit zu jedem Menschen spüren sollten, egal auf welcher Seite der Welt er lebt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass sich das dann nochmal anders anfühlt, wenn du mitbekommst, dass eine deutsche Frau einfach in eine Schießerei reingeraten ist und jetzt tot ist, so. Die ist einfach nicht mehr da jetzt, weißt du? Und das ist fucking traurig, so.